Hallo, willkommen zurück hier bei euren leicht verschnupften Rob auf Rutsig.de gegen Bob, denk mal, den Bilder. Ein ZVT, wir spielen im ZVT. Ich denke mal, es werden wie immer Mechcom. Wir spielen, was spielen wir gegen Mech? Double Expansion. Wir spielen heute einfach mal Double Expansion. Und spielen die 14 Hedge. Mit dem Gastrick. Was soll's? Und jetzt beim Overlord. Wir machen es halt einfach mal ein bisschen anders. Und nehmen dann jetzt gleich die Hedge dazu. Ja, die kann ich da. Die Gold ist doof. Denn da kann er einfach Terraner hinstellen und ich bin tot, also Marines. So, dann kommt die erste Hedge. Oder spielen wir einen Bailing Bust? Ach, ich weiß es noch nicht. Gucken wir vor. Und nehmen jetzt dann bei 16 gleich die nächste Hedge. Die werden wir da oben nehmen, genau, das ist am besten. Heute einfach mal Greedy Actions. Er hat ja im ersten Spiel auch schon geklappt gegen die Brothers. Der war halt nicht so sehr gut. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. So, wir können die Hedge nehmen. Wir nehmen das Gas, wir nehmen eine Drone, wir nehmen noch eine Drone. Wir sehen 2 Barracks, das ist gut. Ich mag Barracks. Hat er Doppelgas? Er hat Doppelgas. 3 Barracks, das sieht aus wie ein All-In. Das heißt, wir brauchen unbedingt jetzt die Linge dazu. Und werden auf Baylinge gehen. So, meine Sonne. Es kommt ein Reaper. Oh, oh, gegen den habe ich noch gar nichts. Da lenke ich ihn noch ein bisschen ab. Das hat mir ein bisschen Zeit gebracht, aber zu wenig. Da war die Echse vielleicht doch zu greedy. Sofort Linge pushen. So, Linge kommen. Oh, ich habe kein Gas genommen. Oh, ist eine richtig schlechte Runde. Kein Gas genommen. Dann kann ich Queens nehmen. Nehmen wir 3 Queens dazu. Und da kommt er schon. Da kann er auch drauf schießen. Ist mir egal. Das heißt, die Linge könnten rechtzeitig kommen. So, alle Sonden habe ich behalten. Okay, es wird ein kompletter Reaper All-In. Bauen wir halt noch eine Queen hier oben. Nehmen noch ein paar Linge dazu und müssen jetzt das Speed-Update holen. Natürlich Injects nicht vergessen. Es kommen immer mehr. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen Speed. Das sieht richtig schlecht aus. Ja, immer mehr Reaper. Einfach nur Reaper all in. Abgeschlossen.
schicken wir euch einfach mal unten rein. Ja, das ist vorbei, das Spiel. Da war ich richtig schlecht. Vor allem, ich hab's noch gescoutet. Hätte ich einfach nicht exen sollen. Ja, dann können wir rausgehen. GG. Da wird man schön weggecheased. Ich würde sagen, wir hängen noch eins dran. Wenn, das war nicht so geil von mir. Jo, wir hängen noch eins dran. Was soll's? Oh Mann. Weggereapert. Richtig schlecht. So, dann geht's auch schon weiter. In 3, 2, 1. Und wir spielen ein wundertolles ZVP auf Chemiewerk LE gegen den Red Bat. Gegen Prodos. Ja, wir gucken mal, was wir spielen. Ich denke mal wieder Double Hedge. Wobei, die ist recht kurz, die Map. Die Map ist sehr kurz. Und ich sollte vielleicht mal das Großschreiben rausnehmen. Aber das haue ich immer irgendwie ohne Absicht rein. Wir brauchen mehr Mineralien. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir nehmen auf jeden Fall bei 16 die Hedge diesmal. Und schicken diese Drohne scouten. Los, Overlord, komm. Overlord ist da. Overlord fliegt dann hier hin. Diese Overlord fliegt dorthin. Und wir bauen als nächstes die Hedge. Mittlerweile wird halt die 17er Hedge öfters gespielt als die 16er. Probieren wir es auch mal mit der 17er Hedge. Vielleicht ist es doch ein bisschen eco-vorteilhafter. Die eine Sonde, die man mehr hat. Oder Drohne. Mensch, was ist denn los? Drohne, Sonde. Hallo, Bauers. So, als nächstes dann den Pool. Er macht vorne dicht. Er kommt scouten. Kann er ruhig. Sofort ins Gas rein. Er nimmt Exe first. Hat er oben schon Doppelgas? Dann brauche ich es bestimmt doch nicht. So, da können wir eigentlich mit Bailing durchkommen. Was hat er? Er hat ein Warpgate gebaut. Okay, dann ist ja alles schick. Cool, steht gleich. Double Queen kann ich dann nehmen. So, das durch, hier ist durch. Double Queen an. Das an. Und dann bauen wir noch den Baling-Bau. Da können wir nämlich besser crushen. Und nochmal zwei Drones. Okay, er meint schon auf Long Distance. Linge dazu. Overlords dazu, Injecten nicht vergessen. So, wie sieht's hier aus? Wie sieht's da aus? Adept kommt schon, okay. Adept Opener. Noch ein Overlord mit rein. So, Baning Nest ist fast durch. Overlord ist da. Muss ich wieder injecten, wie lange fehlt's denn? Noch 5 Energie. Jo, kann ruhig. So, jetzt müsst ihr eigentlich wissen, was Sache ist. Das heißt, wir können Linger nachbauen. Und probieren es einfach mal durchzudrücken. So, Speed ist durch. Wir morphen mal hier ein paar. Und ein paar weitere Linge. Und dann schauen wir mal, was Sache ist. Baninge vor.
Ja, okay. Das war Sache. GG. Da haben wir aber einfach mal schnell gewonnen. Keine Ahnung, was der Bruder jetzt machen wollte. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal in der Endcard. Bis dahin. Und da sind wir auch schon. Ich hoffe, irgendwas hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Da wie immer könnt ihr unten links gerne kostenlos abonnieren, oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten rechts eines unserer anderen Projekte. Bis dahin, schaut auch morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.